Hi, ich bin Rudolf von netbookmist.de und wir sind auf der CeBIT 2011 bei AMD am Stand und hier haben wir die Sony YB-Serie, also nicht die Version mit Intel, sondern mit der neuen AMD Fusion-Plattform. In dem Fall ist ein AMD Zakate E350 hier drin, Dual-Core-Chip mit 1,6 GHz und der integrierten AMD Radeon 6310. Dank HDMI-Output könnt ihr damit also auch auf großen, auf hochauflösenden Displays extern Full-HD-Videos gucken. Gucken wir mal ganz kurz rum. Da oben haben wir eine ganz einfache Webcam, dürfte nicht mehr als eine VGA-Auflösung haben. Das 11,6 Zoll Display spiegelt im Hellen, vorhin zumindest, hat es nicht ganz so doll gespiegelt, wie es jetzt wirkt. Hat die typische 1366x768er Auflösung und die Blickwinkel sind eigentlich recht ordentlich von oben, natürlich nicht ganz so gut wie von unten. Ja, gucken wir weiter rum. Hinten links geht es los mit dem Stromanschluss, dem VGA-Ausgang und dem HDMI-Anschluss, die Lüfterschlitze und ein USB-Port. Vorne rum gibt es zwei Kartenleser, oben ist der Memory-Card-Leser von Sony selbst und unten drunter ein ganz normaler SD-Karten-Slot. Die Maustasten sind getrennt, das Trackpad selbst ist ganz gut abgesetzt, die Handballenauflage ist geriffelt. Das Trackpad selbst ist glatt, fühlt sich dadurch ganz gut an. Die Maustasten sind zwar wie gesagt separiert, aber fühlen sich ganz schön billig an, muss ich sagen. Vorne rechts geht es weiter mit den LEDs für Wireless, Batterie und Festplattenzugriff. Und da unten sieht man vielleicht noch den Wireless Ein- und Ausschalter. Rechts haben wir dazu dann noch die üblichen Audioanschlüsse, zwei USB-Ports, zwei weitere, ein Kensington-Lock und den Ethernet-Port. Da hinten ist dann der Stromschalter. Hier oben sitzen noch drei weitere LEDs, also für Scroll-Lock und so weiter, und der Assist-Button zum Zurücksetzen des Geräts. Insgesamt wirkt das Ding durchaus recht ordentlich, hat allerdings ein kleines Problem, der Akku, der da drin ist, ob wir den zeigen können, da hat nur 3500 mAh, die Laufzeit dürfte also mit der AMD-Plattform etwas schlechter aussehen als mit Intel, sodass man am Ende wohl nur auf so 3-4 Stunden kommen wird. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass das Chiclet-Keyboard sich zwar sehr gut tippen lässt, allerdings fällt schon auf, dass es sich dann doch mächtig biegt, wenn man da ein bisschen kräftiger drauf drückt. Insgesamt also ein optisch sehr ansprechendes Gerät, was allerdings von der Bauqualität nicht ganz mit den anderen im gleichen oder niedrigen Preissegment angesiedelten AMD Fusion Geräten mithalten kann. Cool, ich war Roland für netbookmist.de mit der Sony Vaio YB.